Hallo und willkommen zum heutigen Let's Play Rust. Wieder mit dem Bauer-LP, der rennt da hinten. Hallo. Dem Lucky Girl. Hallöchen. Und dem Krog. Hallo. 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 Krog. Hallo. Dem, das klingt immer als wie was zu trinken. Ein Krog, ja, bitte. Ein Krog. So, ich schnapp mir hier gerade noch schon mal schnell die ganzen... Zeug, das ganze so. Zeug hier. Ja, ich sammle mir auch gerade Ressourcen wieder ein. Ressourcen. Es ist ja gerade Tag, deswegen müssen wir die Zeit ja nutzen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden das Fall. Das ist auf jeden Fall so. Müssen wir auf jeden Fall nutzen. Die jetzt 10 Stapel Holz aus so einem Holzstapel-Ding. Ja, das ist genial, das ist genial. Richtig gut. Und mit der Spitzhacke 20 pro Schlag. Ja, aber die Spitzhacke ist halt langsamer. Nicht mehr. Ja. Ja, und? Ja, die kann man ja nur finden, die Spitzhacke. Und erforschen. Echt? Weil die findet man eigentlich häufig. Ja, wenn du ein Kit hast. Ich renn jetzt mal los zur Fabrik. Geh auf Abenteuertour. Oder Tortour. Lauf du mal los zur Fabrik. Vielleicht finde ich ja was Nettes. Ja, ich schau jetzt gerade mal. Ich schau jetzt gerade mal hinter in die Gegend, wo ich gestern auf dem anderen Server, wo wir so Just for Fun mal gespielt haben, so unendlich viele Ressourcen gefunden habe. Anti-Radioaktivitätsmittel habe ich gefunden. Davon habe ich auch massenhaft. Die wirst aber auch ziemlich oft brauchen, wenn du jetzt keinen Red Suit hast. Oder wenn du da bist, in die Nähe von 500 Reds kommst, dann frisst du eine oder ein paar und dann geht das wieder. Ja, ich habe 5 Stück jetzt. In der Nähe von diesen Fabriken, weil da bist, wärst du richtig doll verstrahlt, wenn du in der Nähe vom Schornstein bist oder so. Das geht gar nicht. Okay. Ja, ich habe ja so ein Dings an, so ein Suit hier. Ja, ich habe so eine Weste an. Die bringt auch schon ein bisschen was. Ich hab Weste und Schuhe. Aber eben nur bei schwacher radioaktiver Strahlung. Ja? Hm. Ja, die Dings. Was auf jeden Fall strahlt, sind die Fässer. Die Fässer strahlen und so Schornsteine und so ein Kram. Und da große Eisentanks. Ja. Ja, die Dings ist auch hier. Ist die Strahlung, ne? Was? Wo? Hier ist das Ding doch schon gleich, die Fabrik. Ja, um die Ecke? Ja. Entweder du läufst bei den Ladies runter oder bei auf der anderen Seite. Aus dem Fahrer raus, das ist die große Fabrik. Ich bin hier gerade durch die Dings gelaufen. Ich bin jetzt auch gerade durch die Prärie gelaufen, ich habe hier gerade ganz viel Holz. Ich habe hier gerade ganz viel Schnee einfach. Das muss ich auch mal machen. Einmal so um die Map laufen, alles Holz einsammeln, was es auch unterwegs gibt. Nur so eine kleine Waffe mitnehmen. Ja. Falls man dann drauf stürzt, eigentlich so doll. Jetzt habe ich eine Pille gefressen, das wollte ich gar nicht. Oh ja, jetzt mal schon so ein bisschen mit der Radioaktivität, ne? Ja, Prävention. Hier sind einfach mal gar keine Bären oder so, ne? Ist ja nicht so. Sei froh. Ja, hallo, hier sind 5, 6, 2, 4, 5, 6, 7 Wölfe und ein Bär. Ja, hast du einen Bogen dabei? Dann kannst du den Bär mit 2 Schuss killen, wenn du Glück hast. Und dann kannst du ihn looten, dann findest du tolle Sachen. Ich hab aber einen Bohle. Nee, oh, ich habe mal wieder einen normalen Bären gefunden. Headshot! Ja, läuft oh, bei nein, dir. Ich wollte es doch nicht sagen. Ich wollte es doch nicht sagen. Ich hab's gesagt. Ich läuft bei ihm. Ich hab keine Muni mehr. Oh. Doch, ich hab doch noch was. So klar. Ich hab doch noch das was. Das war mir so klar. Wenn du mit der Pistole auf die scheiß Viecher raufgehst, dann hast du bald keine Muni mehr. Das würde ich nicht machen. Dann würde ich den Bogen nehmen, oder? Ach komm. Nein. Tot. Weißt du wenigstens, wo du gestorben bist? Doch nicht dein Ernst. Bin gestorben! Ja, weißt du wenigstens, wo? Ja, ich weiß wo. Ja, dann hol dein Zeug wieder. Ja. Ja, ich muss jetzt aber erstmal gucken, dass ich ein bisschen was Zeug habe, damit ich weiß schon, ne? Weil da jetzt ein Bär rumlungert. Ja, oben drin haben wir ein bisschen was. Ja. Betreibe ich ja gar Mundverschwendung. So. Öffne die dumme Tür. So, ihr doofen Bären, jetzt gibt's ihr auf die Fresse. Jetzt wartet die längste Zeit am Leben. Warum öffnet ihr die Tür nicht? Ey, aber die normalen Bären, die brauchen 4 Pfeile, ne? Das ist krass. Die normalen, ja. Ich hab bestimmt 5 mal aufgeschossen. Da musst du näher ran, denn brauchst du weniger. Das ist halt schwierig, näher ranzukommen, ne?
Ja, die machen halt auch enormen Schaden. Mann, oh, das sollen sie ja auch, sonst wäre es ja langweilig. Ja. Irgendwo. Das ist voll traurig, dass ich gestorben bin. Solange wir dein Zeug wieder finden, ist es ja in Ordnung. Ja. Bei dir auch alles klar? Was haben diese Bären denn so viel zu essen dabei? Das gibt's doch nicht. Ja, vor allem haben sie immer... Wollen die Winterschlaf halten hier, oder was? Vor allem haben sie immer Chicken Breeze dabei. Nee, die Radioaktiven haben immer Thunfisch, so. Die haben Bohnen dabei. Achso, die Radioaktiven, ja. Also ein Kram, den man gar nicht braucht. Use. So, was geht hat der dabei? Der Wolf hat Flares dabei. Bitte? Geht der Revolver auch mit der 9mm ja. Ammo? Ups. Ja? Ja. Schau mal, da ist so ein kleiner Sack steht da. Da sind auch noch zwei Pistolen drin, kannst du die auch nehmen. Ja, ich brauche erstmal nur den Revolver, das reicht schon mal. Für den Beginning, ja. Ja, schau, dass du dein Zeug wieder kriegst. Die spawnt das an der Zeit, ja, ne? Ich weiß nicht. Ja, glaub nicht. Du findest es halt bloß sehr schwer wieder. Ja, außer du hast halt Gras aus, dann geht's. Ich weiß, wo es ist. Du musst halt schon ungefähr wissen, wo es ist, und dann, wenn du das Gras aus hast, dann findest du es eigentlich auch wieder. Ja, das Gras ist bei mir aus, das ist gar kein Problem. Achso, du hast es aus. Ich muss jetzt nur hier wieder hinlaufen. Ich hab mein Gras noch an. Ja, das leckt ja bei mir so schon wie Sau irgendwie. Keine Ahnung. So, das ja, ist, wenn's immer noch bei kacke. Wegen der Alpha. Wenn's leckt, ist kacke. Ja, das ist zwar ein bisschen blöd, aber ich hoffe, dass die Leute es ein bisschen verstehen, dass halt die Story oder allein dieses Feeling, dass das halt cool ist zu spielen, dass sie das halt so ein bisschen verstehen, das wäre halt am geilsten, weil... Bestimmt. Also ich habe halt so, ne, ich habe glaube ich 3 Tage ohne Witz nur recherchiert von wegen, was ich machen kann. Uh-oh. Und alles Uh-oh. Das, was ich machen kann, habe ich jetzt getan. Und selbst mit meiner Grafikkarte, auch wenn es nicht die beste ist, sollte man in der Lage sein, das zu spielen. Das habe ich auf jeden Fall auch gelesen. Und deswegen ist es jetzt mehr oder weniger warten, wegen was die Entwickler jetzt halt noch machen. Ne? Ja, geht's bestimmt noch irgendwie mal was. Ja, gehe ich auch mal von aus. Ja, die müssen halt eben nur die ganzen Systeme testen und so ein Kram. Ja, da ist das Problem nämlich, glaube ich, nämlich gerade. Die haben ja auch nicht die Mittel, hier gleich so einen riesen Beta-Test zu starten, also ein Kram. Das ist dann ja, eben der Open Beta. Ja, klar. Die haben eben keine großen Geldgeber, die ihnen das finanzieren, so Testfirmen zu holen, also ein Kram. Das ist üblich ist normalerweise. Wobei ich aber halt sagen muss, es war ja jetzt vor 3 oder 4 Tagen soweit, dass die 100 Millionste Kopie verkauft wurde, ne? Die 1 Millionste Kopie. Also, ich meine, Geld für die Hammer. Entwicklung müsste ja jetzt eigentlich da sein. Ja, für die Entwicklung, ja. Das ja. Oh, ich habe eine Pumpe gefunden. Dann musst du dir ja noch überlegen, wegen den ganzen Testen und so, da geht ja auch noch ein bisschen Geld mit drauf, ne? Da geht viel Geld für drauf. Und du musst jetzt die ganzen Sachen überlegen, monatliche Entwicklergehälter und also Kram. Ja, klar. Das ist einiges. Dann nicht wenig. Ja, ich habe meine Sachen übrigens. Jawohl, sehr gut. Ich hier gerade alle in meine Tasche. Noch ein Granaten. Blueprint. Ist ja nichts Tolles gerade. Ich finde zwar so tolle Sachen, wenn man die Sachen, die ich jetzt habe, nicht hat, aber... Was? So, an neue Sachen finde ich gar dann nicht. Dann lauf Richtung Haustür. Dann einfach schnell ganz schnell reinlaufen. Aber ich habe ja auch gerade gesagt, April gibt es bei mir sowieso einen neuen Computer, hoffentlich. Tabletten. Hast du gehört? Ja, auf jeden Fall, wäre cool. Ja, im April habe ich gesagt, gib meinen Rechner und bei meinen 500 Abos ein neues Mikro. Und ja. Also für mich gibt es ein neues Mikro und für meine Abonnenten gibt es dann nochmal ein Gewinnspiel, habe ich dann so gesagt. So. War direkt vor der Haustür, oder? Ja. Hast du aber schon auf Adcamp gemacht, ne? Ja. Ist er auch gestorben? Ja, Nucky Girl ist gerade gestorben, ja. Oh nein. Ja, da war ein Fuchs. Passiert? Hast du auch versucht? Nee, es war ein Fuchs hinterher und sie ist abgehauen. Und ist aber in der Eile an der Tür vorbeigelaufen.
Und da war halt der Fuchs schon da, der Fuchs rennt. Und dann voll in den Der Zaun Fuchs rennt rein. Ja genauso schnell wie. Ich denke mal, der Fuchs müsste draufgegangen sein. Weil die rennen meistens. Ja, warte, aber kurz, ich bin sofort da. Ich bin schon jetzt oben auf die Wiese eingebogen. Ich bin jetzt gerade oben beim Gefängnis, ich bin gleich da. So. Oh. Ich habe meine Waffe wieder. Das ist hier aber tolles. Ja, noch eine P250. So, die falsche genommen. Das ist nicht richtige. Ich brauche die. Ich brauche die andere. Ja. Will jemand eine Shotgun haben? Ich habe gerade eine gefunden. Bin gleich da. Was denn? Chris wollte auch eine haben, ne? Wir hau ab. Das Vieh immer noch da, oder? Hä? Ich verstehe nicht, warum das so lecken tut. Ja, warte halt Gott, ich bin kaputt da. Ich hab gesagt, ich bin gleich da, warte. Nur bis ich da immer noch ein Stack Ammo. Normaler Wolf. Hier sind einfach so viele. Ja, seit dem letzten Patch sind im Allgemeinen relativ viele Viecher da. Ja, Alter, hab ich gerade gemerkt. Und auf diese normalen Viecher achtest du kaum noch. Du das ist nur, mega da schlimm, ich gehe hier nicht hin, ich gehe jetzt wieder nach Hause. Jetzt nach Hause, Alter. Mega schlimm da. Ja, geh mal dahin zu der Fabrik, ey, da stehen sie im Pack, ey. Ach so, da bist du, ich komme ja gleich zurück. Ich laufe da nochmal durch, dann ruste ich noch ein paar Viecher um. Ja, ruste mal um, da stehen 10 oder 20 an der Zahl, ey. Ja, übertreibt man nicht. Ja, geh selber gucken, ey. Deiner Kurve da, wie die, das stehen ja wie ein Schluck Wasser da, ne? Gut, der ist tot, kannst du also erzeugen. Nicht in der Kurve, da hinten bei dem Güterwagen, oder was das heißt. Da farm ich lieber noch ein bisschen Stuff, damit wir halt gleich in der Nacht was zu tun haben. Ja, ich besser muss mal meine Kisten sortieren, finde ich. Oh Mann, ey. Bam. Oha, ich sehe hier nur nicht so sehr, sehr viel. Oh nö, ich blute schon wieder, ey. Zum Glück habe ich so viele Medkits. Ey, gibt's eigentlich die Möglichkeit, wenn man gestorben ist, seinen Loot alles mal einmal rauszuholen? Geht das irgendwie? Weiß ich nicht, habe ich mich auch gerade eben gefragt, aber... Wäre super. Geil, Metallrampe, Metalldor. Der hatte mal was Nützliches. Hat eigentlich jemand von euch auf die Zeit geschaut? Von wo? Von da. Sekunde. Muni. Ja, wir haben um halb haben wir angefangen. Was? 10 Minuten erst? Ich habe jetzt 5 Raps-Dateien. Ja, mach's einfach zu viel. Also das ist auf jeden Fall über eine Viertelstunde. Ah, okay. Stimmt, wir haben um 3, wir haben um... Nee, wir haben um 30 angefangen. Hab ich mich gerade erschreckt. Nö, ist ja nicht so schlimm. Blute ich und krieg das nicht mit, ey. Wieso kriegt man nicht mit, wenn man blutet? Da leuchtet das ganze Bild. Ja, ich hab da nicht drauf geachtet. Ich war gerade mehr mit beschäftigt, den Bär zu killen. Da hab ich mich voll erschreckt, dass ich auf einmal am Bluten war. Ich dachte, mich killt da gerade wieder was. Oh! Ey, ich war ja richtig fleißig. Ich komm zurück. Ich habe 970 Holz mitgebracht. Wow, ich hab nicht einen Schwarz. Ja. Echt? 970 Holz. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Ja gut, ich war aber auch hinten auf einer anderen Wiese, da gibt's so viele Ressourcen. Achso, da hinter Red Town, ja. Da in der Nähe. Ja. Da kommen kaum Leute. Und hier bei der Fabrik sind gar keine Leute unterwegs, hier kannst du richtig gut Ressourcen sammeln eigentlich. Weil hier dafür kommen wir eigentlich nur zum Looten zur Fabrik. Und jetzt gleich noch ein Wildschwein. Ja, läuft. Rudolf. Hast du Rudolf getötet? Oh mein Gott. Da kommt Flugzeug. Wo? Und ich kann nicht rennen. Ich weiß nicht. Wer ist der? Weiß ich nicht. Ich bin gerade hinterm Wildschwein, ja, wo ist denn das scheiß Flugzeug? Ja, schieß den ab, damit der über das unseren, droppt. Über unser... ja. Der droppt über der Fabrik. Ich seh den nicht. Guck mir das mal an, wo die landen. Guck. Die droppen wirklich über wo der denn? Fabrik, geil. Ich halt... Hier über der Fabrik. Ach, da hinten bin ich runtergekommen. Ja. Alter, geil. Dieses dusselige Schwein, Alter. So, jetzt aber. Jetzt ist tot nach 5 Schuss, ist Boah. Tot. Krass, Alter, was das einfach mal nimmt, ey, der Schwein. Was ist einfach mal taked, ey, ne? Ja. So, hoffentlich landen die jetzt nicht mit in der Fabrik. Ich habe keinen Bock, wieder so viel Muni für diese scheiß Viecher zu verschwenden.
Oh, acht Raw Chicken Breast habe ich und 14 Cloth und 13 yeah. Fett. Ja, das Fett brauchen wir auf jeden Fall, weil... Yeah. Na, die landen natürlich mitten in der Fabrik. Das Fett brauchen wir auf jeden Fall, weil ich will ja oben noch, auf jeden Fall noch Dinger hinbauen. Ja. Halt Öfen für uns dann ganz oben. Ja. Doch nicht in der Fabrik. So, ich habe jetzt schon gleich mal ein bisschen was umgewandelt. Drei Stone. Boah, hier sind einfach gerade mega viele Resourcen, ja. Ey. Komm mir gar nicht klar. Ich bin gerade bei den Ladies. Bei den Ladies? Echt? Jo. Metallteile. Den farm ich jetzt erstmal das Holz vor der Tür weg hier. Das Holz vor der Hütten. Ist ja nett. Wir sind ja nicht da, nur sag ich hier, danke, ne? Danke, Anke, und dann läuft das. Ah, die wohnen voll im radioaktiven Gebiet hier, ey. Was läuft bei denen? Ah, ich hab C4 gefunden, Leute, und Fundamente und Türen. Oh nein, hier sind mein Wölfe. Inventar. Fuck. Fuck, mein Inventar ist voll. Die Flares kommen nicht, raus. Ich komm hier nicht nach Hause, aber Leute, die stehen alle auf der Straße. Warte, ich komm runter. Ich komm runter. Schokoriegel kommen raus. Ich werde aber sagen, ob er wieder nach Hause kommt oder nicht, das erfahren wir leider aus dem nächsten Part. Das und ob ich lebend nach Hause komme, das erfahren wir auch. Bis dahin, tschüss. Ich sterbe auf jeden Fall, Leute. Bis dahin, tschüss.